Seerigsee in Seeland ist ein wunderschönes Mittelalterstädtchen an der Osterschelde und wirkt wie ein Gemälde aus einem Märchen. Seerigsee soll bereits um das Jahr 849 gegründet worden sein. Erste archäologische Hinweise für eine Besiedlung finden sich ab dem 11. Jahrhundert. Die drei Tore der alten historischen Stadtbefestigung tragen die Namen Nobelport, Nordhafenport und Südhafenport. Es gibt mehrere Häfen im Ort. Einen Fischereihafen, einen Museumshafen und einen Yachthafen. Im alten Hafen liegen die historischen Schiffe. Den ehemaligen Reichtum des Orts erkennt man an den vielen teuren Villen rund um den alten Hafen herum. Sehenswert sind auch das nördliche und das südliche Hafentor, die historische Stadtmauer, die Brücken und Windmühlen. Außerdem gibt es viele Monumentalbauten, denkmalgeschützte Gebäude und Wahrzeichen zu bewundern. Seerigsee hat insgesamt mehr als 560 Denkmäler. Seerigsee ist eine typische niederländische Kleinstadt mit verwinkelten alten Gassen. Die Atmosphäre eines malerischen Fischerdorfs ist buchstäblich spürbar. Seerigsee zieht viele Urlauber und Touristen an, aber auch Einheimische suchen hier Ruhe und Entspannung. Bootsrundfahrten werden ebenfalls angeboten. Oder man lässt einfach die Seele baumeln und genießt den Schiffsverkehr.